Hier ist keine Druckplatte. Nicht so wie damals. In alten, guten Zeiten. Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Alpejo Adventure Map. Und wir sind hier nach langer Zeit wieder auf einer Links Adventure Map. Jetzt lädt es gerade ein bisschen. Jetzt ist, glaube ich, bald vorbei. So, mein Gott. So, gut. Wir sind... So sah es nämlich seltsam aus. Egal. Wir sind hier wieder auf einer Links Adventure Map. Endlich. Ich freue mich ja schon, so diese Map zu spielen. Diese Map ist, wie ein paar von euch wissen sollten und der Map-Ersteller eigentlich auch wissen sollte, ist von dem lieben PC-Freak. Also XXX PC-Freak XXX. Der ist, macht auch Let's Plays und macht eben diese Maps und... Naja, so, und ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal PC-Freak schauen. Ich habe ihn eigentlich auch auf meinen Kanal verlinkt. Rechts, wenn ihr auf meinen Kanal geht, rechts ist er irgendwo. Da könnt ihr einfach mal draufklicken. Der ist ganz cool. So, dann möchte ich nochmals kurz etwas sagen. Ich habe erst letztens, sagen wir es so. Okay. Wir haben jetzt gerade letztens, keine Ahnung, 100 Abonnenten erreicht. Yay! Und natürlich, ich freue mich wie die Sau. Und ich möchte mich einfach mal ganz, ganz doll bei euch bedanken. Ich mache das jetzt bewusst bei LPJ Adventure Map, weil ich weiß, das ist das Projekt, das euch am meisten gefällt. Das ist das erste Projekt, das ich je gemacht habe. Irgendwie in meiner Geschichte des Let's Plays. Das erste, allererste Projekt und ihr mögt es immer noch ziemlich sehr und deshalb, ja, ich wollte mich einfach bei euch bedanken. Danke. Und wenn wir so weitermachen, dann wird das sicher was ganz, ganz Tolles draus. Und naja, auf jeden Fall fangen wir mal da mit der Map an, nach diesen 2 Minuten Geschwafel und so weiter und so fort. So, warte mal. Spielregeln einstellen. Oh mein Gott, okay. Spielregeln wurden geändert. Willkommen zu Link's Adventure Spider Madness. Regeln. Spiele auf Ese. Okay. Ese auf Ese. So, nichts abbauen oder setzen außer Fackeln und Schalter. Vergiss nicht zu essen. Nom. Ja, mache ich gerade. So, nichts craften. Achte immer auf dein Leben. Es regeneriert sich nicht. Sammle also so viele Tränke und Goldäpfel, ja, Goldäpfel, natürlich, warum nicht? Goldäpfel wie möglich. So, genau, unser Haus ist hier. Haus von Link. Wollte dein Vater nicht ein neues Schwert fertigen? Halt die Fresse. So, wer die Map-Reihe noch nicht kennt, der kann sich das Ganze gerne noch anschauen. Blablabla, fucking Apfel, Schwert, Heldengewand, Haltbarkeit X. Meine Items unlimited. Achso, altes Holzschwert. Perfekt, okay. Machen wir. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, dass ich, wenn ich Monster bekämpfe, ob das immer noch wirklich so hält. Auch wenn es Too Many Items unlimited ist. Du kannst ja eigentlich auch das Schwert mit den Cheats sozusagen, kannst du dir cheaten und da kannst du einstellen, dass es nicht kaputt gehen kann. Ich glaube, es ist unbreakable oder ich weiß nicht mehr. Aber es kannst du so einstellen, wenn du willst. Also dann musst du nicht Haltbarkeit und weiß ich was. Musst du einfach wissen, wie das Ganze geht mit den NPT-Tags. Da bin ich jetzt nicht der Beste. Ich habe schon ein bisschen Ahnung. Also ich probiere da einfach ein bisschen rum. So, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal wirklich mit der Map an, richtig. Und Haus des Nachbars. So. Gestern Abend hat es eine schreckliche Spinneninvasion gegeben. Hoffentlich ist niemand verletzt. Wollen einen Apfel. Fackel. Nom.
Soll ich den zweiten Apfel essen? Vielleicht bekommen wir ja Gold. Egal. Genau. So. Den goldenen Apfelfackel. Was hast du? Fische. Ich habe keine Fische. Leider. Übrigens, ist das okay, wenn ich das mit meinem Texture Pack spiele? Ja, okay. Diesen Blöcken können wir speichern. Gut. Ist das okay, wenn wir das machen? So, weil es scheint so gut irgendwie zu laufen. Egal. Haus des Vaters. Scheint nicht zu Hause zu sein. Oh mein Gott. Das sind ja Blutspuren. Was ist passiert? Wo ist das neue Schwert? Du solltest dein altes Holzschwert holen. Haben wir schon gemacht. Aber wenigstens haben wir jetzt ein Spinnenweben. Cool. So. Fackel. Yay, Fackel. Ich liebe die Map irgendwie. Ich liebe die Maps von ihm, weil es ist irgendwie so ein Feeling, das ist wirklich sowas wie Zelda irgendwie. Einfach in Minecraft. Ich finde das so cool. Okay. Hier haben wir noch einen goldenen Apfel. Ganz cool. So, hier gibt es Blutspuren. Sollen wir ihnen folgen? Blut, führ mich irgendwo hin. Danke. So, genau. Wir können ja vielleicht, wenn wir gut genug sind, doch, das geht eigentlich, glaube ich sogar. Ja, ich bin irgendwo hingekommen. Und ich glaube, es bringt mir nicht groß was, aber wir haben es geschafft. Und das ist schon mal ein Achievement. So, und schon sind wir draußen. Yeah. Cool. Wir sind aus der Map draußen. Wenn das mal nicht cool ist. Okay, ich gehe jetzt auch mal weiter. So. Wollte nur gerade kurz drauf hinweisen. Warte mal, ist hier noch was? Hier noch nicht nachgeschaut. Ja, genau. Nachgeschaut. So. Blub. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Stadtvolumen festfallen. Halt die Fresse. So. Ah, Mist. Was ist denn das? Warte mal. Einen Moment kurz. So, jetzt sollte es wieder ein bisschen mehr Platz haben. So, perfekt. Ich habe mal kurz was entleert und so. Also Papierkorb und so. Des Computers. Oh mein Gott, Redstone-Leitung. Egal, ich will jetzt einfach mal die Map weiterspielen nochmal. Waldschrein. Hier ist nichts. Okay. Ich will, glaube ich, mal aufhören mit diesen Geräuschen. Aber naja, es klingt einfach so genial. So. So genital. Haben wir eine Angel? Oder haben, ich glaube, das bekommen wir doch da unten irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. Wo war das? Hier war das Tempelchen. Genau. Das ist ja immer, für die, die es nicht wissen, das ist ziemlich gleich aufgebaut in den vorherigen Spielen. Maps. Gab es auch diesen Waldschrein und alles. Naja, die Spur endet hier. Checkpoint! So. Waldtempel. Er ist ziemlich verfallen. Pfeile, Fackeln und Trank der Heilung. Tatatatatam. So. Warte mal. Wir können doch sicher. Nein, können wir nicht. Okay. Nur mal kurz sicher gehen, dass wir nichts cheaten können. Schneeball. Okay. Alles klärchen. So. Das weiß ich schon, wie das geht. Und das weiß ich nicht, warum das nicht geht. Hey, 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 hey. Warte mal. Achso, hallo. Geht's dir gut? Achso, oh, hallo. You can't see me. I'm hidden. So. Wo auch immer. Achso, warte mal. Hahaha, ich sehe die Leitung. Beziehungsweise ich sehe entweder den Comparator oder den Repeater. Oh mein, nein, nee, nee, nein, weg. So, tut mir leid, ich wollte das einfach so zerstören, aus Spaß. So, aus Spaß, die, yay. So, perfekt. Irgendwo sollte das... Das Engelchen, ich bekomme ja keine Angeln oder so. Ach so, warte mal.
Hey, da unten ist noch eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Die Spur endet hier. Man bekommt irgendwie ein bisschen wenig Essen, habe ich so das Gefühl. Oder ich sollte einfach ein bisschen weniger sprinten. Ich weiß es nicht. Eins von beiden ist richtig. Übrigens, diese Partikel, die gehen auch hier, genau, hier. Die gehen auch über dem Block, der drauf ist. Deshalb, das sieht nicht gerade so speziell aus, aber naja. Wenn du es beheben willst in deinen nächsten Maps, PC Freak, dann musst du einfach die Fackel oder was auch drunter ist. Ich glaube, es ist einfach mal eine Fackel. Dann müsstest du das einfach, eigentlich müsstest du einfach das Ganze, die Fackel einen Block tiefer setzen oder sowas. So, hier haben wir noch einen goldenen Apfel und sowas. Jupp. So, ist ja noch was, ja, ist was aufgegangen. Cool. Fackel setzen, macht so viel Spaß. So. Sieht alles so verfallen. Ich weiß noch, irgendwie ist das... Ist hier nicht was gewesen, dass so drei Gänge oder so waren? Hier, glaube ich. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Genau. Ich glaube an Gott und die Welt. Genau. Oh, schau mal diese Rätsel an, die wir damals mal hatten. So. War auch eine seltsame und ziemlich coole Map damals. So, wir sind jetzt wieder 12 Minuten knapp am Aufnehmen. Oh nee, hier ist dieses mein Lieblings-Jump'n'Run der Map. Mein allerliebstes Jump'n'Run, das ich so geliebt habe. Ja, ja, und das ich einfach übersprungen habe, irgendwie, glaube ich. Glaube ich jetzt mal. So. Ah, stimmt, warte mal. Hier ist doch sicher irgendwo. Ist ja. Eine Angel vielleicht? Warte, vielleicht, ja. Oh yeah, oh yeah. Sofortige Gesundheit. Ist nix, okay. Alles klar, wir können trotzdem durchgehen. Okay, ich würde sagen, soll ich jetzt, oh, jetzt kommen wir da hin. Okay, ich will jetzt noch kurz hier durchgehen, weil ich weiß, dass hier irgendwo, oh fuck. Ah, oh. Naja, man hat mir nicht gesagt, dass ich keine Fackeln setzen darf. Deshalb war ich jetzt einfach mal so frei und habe sie gesetzt. Auch wenn ich das nicht absichtlich gemacht habe, aber egal. So. Ist hier oben noch was? Ja, genau. Tatsächlich. So. Hier ist keine Druckplatte. Nicht so wie damals. In alten, guten Zeiten. So. Hier komme ich sowieso nicht durch, also muss ich... Warte mal, kann man hier nicht auch durchgehen? Doch, kann man. Hui, cool. Warte mal, wir können ja noch essen. Oh my gosh. Und hier ist, glaube ich, mal irgendwo eine Kiste. Warte mal. Hier brauchst du... Bein und Bogen. Ah, das ist noch von der alten Map. So. Kann ich noch sehen, cool. Ich glaube, da brauche ich keinen Pfeil und Bogen mehr. Glaube ich jetzt mal. Oh mein Gott. Hier sind ja keine kleine Spinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hier war eine Spinne, die nicht richtig rausging. Was ist das? Ach so. Ah, ach so. Oh, ah, ach so. Warte mal, kann ich das noch machen? Genial, so. Der PC-Freak mit seinen Ideen. Ach, cool. Ich liebe das. Oh, komm schon. Naja. Auf jeden Fall ist es eine sehr coole Map. Bisher gefällt sie mir schon richtig. Und ich will jetzt auch wissen, wohin ich gehen soll. Damit ich weiterkomme. So. Vielleicht muss ich hier durch. Kann ja sein. Niemand hat mir gesagt, dass es nicht so ist. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal hier
nicht mehr durch. Okay. Gut. Dann doch nicht. Alles klar. Sieht doch schön aus. So. Ich beende, glaube ich, jetzt gleich die Folge, weil wir sind schon wieder 15 Minuten am Aufnehmen und das kackt mich dann an, wenn ich wieder so lange Parts hochladen muss und exportieren vor allem. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn es euch richtig, richtig gefallen hat, dann könnt ihr mich auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich hier durchgehen muss. Aber irgendwo ist hier, glaube ich, eine Kuh oder sowas. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ist ziemlich verfahren. Egal. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Das heißt, ich beende hier einfach mal den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht mal irgendwie herausfinden werde, wo ich hin soll. Gehen. Bumsen. Furzen. Scheißen. Egal. Tschüss. Yay. Cool. Egal. Tschüss. Wir gehen das nächste Mal. Und bis dann. Ja. Genau. Tschüss.